So, willkommen zurück zu Hellblade. Wir stellen uns dem Beast. Genau genommen stelle ich mich dem Beast gerade zum zweiten Mal, denn beim letzten Kampf hatte ich einen Gamebreaker-Bug und ich konnte nicht weiterkämpfen. Da stand die Senua nämlich einfach stumm vor dem Beast rum. Ich habe keinen Schaden bekommen, ich hatte kein Schwert in der Hand und es ging dann ewig so weiter. Also gut, Taktik des Beasts ist also schon bekannt. Wir müssen einfach ein bisschen auf ihn draufhauen, um Aggro zu erzeugen. So, und sobald wir genug haben, können wir ihn fokussieren und angreifen. Und das mag er gar nicht gerne. He's puking darkness. Achso, jetzt haben wir wieder hier Darkness. Das ist ja so ein bisschen gedarksified. Bis wir ihn wieder aus dem Nichts holen. So. Zwischendurch verschwindet der mal. Und ist da im Schatten versteckt. Da höre ich ihn und hab dann auch die Controller vibrieren. Und jetzt muss ich dann einfach zweimal ausweichen. Ich hasse es, wenn er so weit wegsteht, dann kommen wir nämlich nicht ran. Und da haben wir wieder genug Power und können wir draufhauen. Ah, er puke wieder Darkness. Ah, er haut doch lieber. Oh, da hat er uns getroffen. Na, das hätte mal, komm, steh auf. Und da haben wir ihn auch wieder. So, mein Freund, immer schön aufs Köpfchen. Lass deinen Mund zu. Au, 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 das war eine gemeine Attacke. Da hinten ist er. Da ist er. Hallo, mein Freund. So. He's puking darkness. So, aber trotz Darkness können wir ihn trotz auch immer noch. Hä? The hell? Wo ist er? Ah, direkt vor uns. Okay. Es ist gerade scheißen dunkel, ich sehe gar nichts. Ich liege zumindest auf dem Boden. Komm, Senua. Ah, sie ist wieder versteckt. Wo ist er? Da ist er. Und wie ich das tun kann. Brauchst dich gar nicht so groß fühlen. Ich habe Bloodborne gespielt. Du bist ein kleiner Witz dagegen. So. Haut er wieder ab? Na, noch nicht. Ah, wir treffen ihn aber trotzdem nicht, weil er wieder Darkness gebuked hat. Nicht gehört. Da stehst du ja direkt vor mir. Sag das doch, dann sehe ich dich wenigstens auch. Boah, es ist schwierig, ich muss mich echt konzentrieren. Ich da einfach nicht sehe. Okay, jetzt war jetzt irgendwo anders. Ah, da. Nein, er hat mich getroffen. Boah, das ist unfair. Komm, ist ja nochmal aufstehen. Aber ich sehe auch kein bisschen. Ja, komm, spiel ein bisschen mehr Licht. Wäre echt gut. Ich war nicht in den Zweck.
kam er mal wieder. Ey, so eine Rundum-Attacke. Echt gemein. Tamed the Beast. Hui, das war ein schwerer Kampf. Sorry, dass der gerade mal ein bisschen leise war, aber im Dunkeln musste ich mich extrem auf die Geräusche konzentrieren. Ja, so viel dazu. People think of evil as an unnatural, invisible force, and so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand, cold and cruel. He tried to fix her with his rituals, kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness. Or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left. Headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. Maybe Delian would still be alive. I'm so sorry, Lilo. She will save his soul. Even if this time she can't save her own. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. Shadow, listen. But believe this, it was my mission to make you hate, to hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. For without it, I fear you would have let go of this life. All this time, I wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. Follow. But you have conquered your darkness at every turn. Stay alert, Senua. You deserve to see behind the veil of darkness. Then take me to the mountain. He wants her to trust him. As deep as we can go. I won't stand in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there. Die Dunkelheit in ihr hat sie also die ganze Zeit vorangetrieben. Und wir sind wieder ganz oben angekommen. Dort, wo wir eigentlich hätten hinwollen. Was wir da drin finden werden, werden wir nicht überleben. Bin mal gespannt. Zumindest haben wir die Dunkelheit hinter uns gelassen. Beziehungsweise, ja, so viel dazu. Zumindest die Dunkelheit in uns besiegt, sodass die Dunkelheit in uns keine Gefahr mehr darstellt. Nur was erwartet uns jetzt? Bestimmt nichts Besseres. Okay, da geht eine Leiter rauf. I won't let the darkness trick me again. I know you're safe with the gods. I can feel Hela's gaze, searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Delian. I will fulfill my vow, whatever the cost. No, she can't. It's too dangerous. She's too weak. She has the sword. She is. Nichts ist zu gefährlich für uns. Wir haben schon so viel überstanden. There is no way she can defeat Hela. She must. Hela is Hela.
Hela wird auch gegen uns fallen, so wie alle anderen zuvor gegen uns gefallen sind. Warum zuckelt das Spiel denn hier so? Spiel? Wir sind noch nie umgedreht. Wir werden auch dieses Mal nicht umdrehen. Da geht's irgendwie rauf. Und da geht's rauf. Gucken wir erstmal nach hier. Oh Gott. Wo müssen wir denn zuerst hin? Wir müssen irgendwie von oben runter gucken. Das heißt, ich glaube mal, wir müssen erstmal da lang. Ich hätte jetzt gedacht, zu Hellas Toren müssen wir nach unten und nicht nach Norden, nach oben. Jetzt verwechsel ich schon Süden mit Norden. So. Da haben wir wieder ein Totem. Sind wir noch richtig? Wir sind noch richtig. Sehr gut. The Northmen say the world will come to an end. They call this Ragnarok. The destiny of the gods. First. There will be a terrible winter, 3 years long. Then, mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall. Dass da immer noch zwei Symbole fehlen, ist so ärgerlich. Aber wie gesagt, mit der Macht des Editings werden noch diese zwei Symbole rechtzeitig aufgefüllt. So, kommen wir von hier an die Brücke oder an die Illusion der Brücke. Zumindest sind wir mittlerweile ganz schön weit oben. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Der erste richtige Weg. Sonst müssen wir das Ganze zweimal laufen. Geht's noch weiter rauf? Nein, offensichtlich nicht. Runder Raum. Arena? Fragezeichen. Scheint nicht der Fall zu sein. Können wir von hier die Brücke aktivieren? Oder müssen wir umdrehen? Das sehen wir gleich da vorne. Ich glaube, wir sind richtig. Schwupp. Wir müssen von der anderen Seite auch noch daran. So, können wir noch irgendwas tun? Irgendwie müssen wir die andere Seite auch noch erreichen. Nicht von hier. Okay. Dann zurück, Marsch. Diesmal im Laufschritt. Die Ecke kennen wir ja schon. Na, jetzt Arena? Jetzt Arena! Hey! Du kannst doch nicht einfach... ich wollte gerade verteidigen. Du Gemeiner. Komm, Senua. Hoch, 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 hoch. Dann so. Ich bin zu schnell für dich, mein Freund. Komm, Leute. Jetzt mal zeigen, ne? Oh, die werden schneller. Komm, Senua, hoch.
3. Wow. Leute, ich hänge hier in der Ecke fest. Das ist ein bisschen unfair. Danke. Lass mich mal raus. Danke. Ich will erstmal aus der Ecke. Danke. So, jetzt können wir wieder reden. So viel dazu. Ey, meine Stimmen geben ja gar keine Tipps mehr. Na, zumindest nicht mehr so oft. Ja, Leute, nicht gleichzeitig. Komm, steh nochmal hoch. Hoch, 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 hoch. Ja, klar, ist er dann aufgestanden. Ja, Fokus soll nicht, soll jetzt da sein. Ich brauch den. Komm, Mirror, Mirror an der Wand. Wer hat den besten Fokus im ganzen Land? Komm, ich hatte doch gerade. Ja, und jetzt erst. Wow, wow, wow. Ja. No, Senua. Aufstehen, 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 aufstehen. Natürlich kann ich das immer noch schaffen. Boah, du bist echt schnell. Was? Die ist down? Wo ist denn der down? Ja, okay. Ey, wie oft darfst du eingreifen? So, da ist er down. Hui, das war knapp. Also das Kampfsystem. Das Kampfsystem ist an sich ziemlich cool. Und es ist auch nicht zu einfach. Aber es ist zu durchschaubar. Man muss ständig das Gleiche machen. Aber das ist ein bisschen so, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Immer dieselben Moves, immer das gleiche, die ganze Zeit. Ich glaube, da steckt mehr Potenzial drin, als was die es geschafft haben, da rauszuholen. So, gehen wir ein bisschen weiter. Hoffen wir mal, dass wir nicht runterfallen. Of course she is, no matter what she does. She can fight her at Ragnarok. She's a warrior. She's got this right. She's a warrior. Warrior of the world. Da geht's gar nicht rein, obwohl das so aussieht, als ob man da rein könnte. Okay, wir müssen nochmal irgendwo hier rechts. Oh. Ja, dann lass mich doch mal. The final countdown. This isn't just a broken bridge, is it? Mother, you showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. To lead so that others may follow. Or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. The Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east.
The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Das Schiff der Toten wird den See stechen. Da bin ich dann ungern dabei. Na, war klar, es wird eigentlich durchkommen. So, es fehlen noch zwei obere Totems. Leider werde ich für die anderen beiden, die ich ganz am Anfang verpasst habe, das gesamte Spiel nochmal im Hintergrund neu spielen müssen. Aber gut, das kann ja viel schneller gehen. So, da geht's auch noch rauf. Wir gehen erstmal hier hin. Sieht man hier schon irgendwas? Nein. Warum kann ich dann hier hingehen? Aus unbekannten Gründen. Gut, dann gehen wir halt darauf. So. Da sehe ich wieder ein Stück. Aber es fehlt noch was. Es ist noch nicht fertig. Ah, wahrscheinlich muss ich auf die Brücke und dann hier hinten was vervollständigen und dann wieder hoch. Mhm. Gucken wir doch mal. Genau da muss irgendwas anders werden. Jo. Jo, jo, jo. So. Yep, da ist die Tür offen. Schön. So, und dann komme ich wahrscheinlich nach oben und kann das letzte Stück reparieren. Was da hinten noch so rumschwebt. Tür, wo bist du? Da, Tür, hallo. Hallo? Oh, ein Totem. Da ist ein Loch in der Wand. Da gehen wir gleich hin. The Northmen say that at Ragnarok, the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash. Trolls will walk the land, men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Es lässt mich ja gerade fast vermuten, dass Ragnarok schon angefangen hat. So ein bisschen ist es ja vergleichbar mit der hiesigen Story. Ja, sie war in einem Boot, quasi tot, auf dem Weg zur Hölle. Surt wurde besiegt, die anderen Götter teilweise auch schon. Ist sie vielleicht gerade auf dem Weg, Ragnarök einzuleiten bzw. zu vollziehen? Okay, warum gibt es diesen Gang? Aha. Muss man nicht verstehen, warum das jetzt nötig war, da ein Loch durchzumachen. Gut. Dann gehen wir nach oben. Ich bin mir also langsam sind die ganzen Theorien ein bisschen unbestätigt, ne? Ich hatte ja auch schon mal drüber gerätselt, ob sie tot ist. Selbst auf dem Weg zur Hölle. Oder ins Jenseits. Dass quasi der normale Weg ist, dorthin zu gehen. Metaphorisch gesprochen.
Vielleicht ist es Ragnarök. Die Götterdämmerung. Vielleicht ist es ja auch ganz was anderes. So, wo kommen wir denn hier hin? Ach, hallo. Kampf? Kampf. Komm, mein Großer. Seid jetzt wegrollen, bitte. Danke. Gegen den eigentlich ziemlich einfach. Okay, da habe ich die falsche Taste gedrückt. Sollte ein Sprungangriff werden. Wow! Zwei davon. Gut. Ist nur noch einer. Oh, aua. Das habe ich nicht gedacht, dass der mich da noch trifft. Okay, aufstehen, Senua. Aufstehen, aufstehen. Und verlangsamen. Dann können wir ihn ein bisschen reinhauen und wir heilen ein bisschen mehr. Die haben so richtig was von Dark Souls-Gegnern. Oh, er taumelt sogar schon. Hey. Hey, ganz ruhig. Wow, wow, wow. Ein bisschen Zeit zum Reagieren geben. Komm, aufstehen, Senua. Focus. Ja, der ist ja. Der ist ja im Schatten. Ja, Dami. Komm, machen wir dich jetzt auch. Oh, 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 oh. Komm. Die Taktik gegen ihn kennen wir doch auch. So. Ich dachte zuerst. Danke. Oh, wow, trifft er einfach. Puh. Das war's. So, dann können wir da vorne wahrscheinlich die Brücke komplettieren. Tülü, 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 tülü. Hallo, Brücke. Na komm. So. Was war das denn gerade? Brücke ist komplett. Wir sind hier fertig. Können aber noch weiter nach oben. Da wartet doch bestimmt ein Totem auf uns. Na, geht's dir gut? Oh, das ist das letzte Totem. Das ist das letzte Totem. Hallo, letztes Totem. The Northmen say that each god will do battle. Ragnarok. Odin will fight the monstrous wolf and be killed, but his son will avenge him and plunge his sword into the heart of the beast. Freyr will face Surt, but he had given his sword away for love, and without it, he cannot defend himself against the flames. Thor will smite the Midgard serpent to no avail. The sun will grow black, the earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, steam will shoot up, flames will play against the sky, the heavens and earth and all the world will be burned, all the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and the people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok. For it is nigh. Ragnarok steht kurz bevor. Habe ich es doch ein bisschen geahnt. Nur was das genau für Senua heißt, das müssen wir noch rausfinden. Wir können uns jetzt auf jeden Fall zur Brücke begeben.
und sehen, was Hela da für uns bereithält. Schubblu. So, runter, links. Ah, brauche ich eigentlich gar nicht. Egal, gehen wir hier durch. Was soll's? Wir hätten die Tür eigentlich schon offen, aber... Naja. Kriechen wir einfach mal hier durch. So. Hoch mit dir. So, und auf zur Brücke. Alles Klärchen. Da stehen wir an der Brücke und dann gehen wir beim nächsten Mal rüber. Ich würde sagen, bis dann. Haut rein. Nicht den Kopf verlieren. Ciao.